Jean-Marie Delamere ist schon seit Jahrzehnten eine Dauerleihgabe in der Neuen Galerie und im Lentus und ist dem Linzer Publikum sehr vertraut. Es ist ein freudiges Bild. Man hört die Wellen plätschern, man sieht das Wasser glitzern. Es sind vier Mädchen am Meeresstrand, die spielend im Wasser planschen. Ein Mädchen sammelt eine Wasserflasche und sammelt vielleicht Muscheln. Es ist eine Ferienszenerie, die Franz Gertsch begeistert hat. Franz Gertsch hat bei diesen frühen Bildern sehr oft fluoreszierende Leuchtfarben verwendet. Das sieht man auch sehr genau, wenn man nahe an das Bild herantritt. Das kommt davon, dass Gertsch ja die Dias in der Dunkelheit projiziert hat und diese Überstrahlung der Farben durch den Projektor hat er mit Neonfarben bearbeitet. Und es gibt bei diesem Bild auch Leerstellen. Man sieht die weiße Leinwand, das alles entdeckt man, wenn man auf Nahsicht geht. Das alles ist von der Ferne nicht zu sehen, denn da glaubt man ja vor einem Foto zu stehen. Der Vorteil bei Gertsch Bildern ist, dass sie sehr dünn gemalt sind. Die Farbe wird direkt in die Leinwand eingerieben, das heißt, sie steht nicht pastos auf der Leinwand und das verlängert natürlich die Haltbarkeit, das macht auch den Transport dieser großen Bilder überhaupt erst möglich.